Hallo und herzlich willkommen zu Might and Magic Clash of Heroes, so wie immer. Und ja, wir haben den Bereich hier schon fertig und nein, ich habe die Aufnahme nicht verkackt, sondern es gibt noch Dinge zu tun, meine Freunde. Wir müssen uns nämlich noch komplett aufleveln. Das klingt jetzt zwar ein bisschen nutzlos, aber das hat durchaus seine Berechtigung. Und wir müssen noch ein Artefakt finden. Und ich muss das Spiel momentan auch ein bisschen voraus aufnehmen, weil... ja. Ist halt ein bisschen kacke. Und wieso steht da, dass ich da hingehen kann? Wahrscheinlich, weil Godric da irgendwie stehen musste als Spielerfigur. Okay. Also, Might and Magic, Clash of Heroes, kennen wir alle. Und ich habe keine Ahnung, wo das letzte Artefakt sein soll. Na, und ich hoffe, dass diese Random-Kämpfe mal auftauchen. Denn ansonsten könnte das ein bisschen schwer werden. Und ich gucke gerade noch. Habe ich von irgendwo... Ah, ich habe ja alles aufgefüllt. Die Hirsche habe ich jetzt nicht aufgefüllt, aber die Hirsche, die brauche ich auch nicht, weil die schon voll aufgelevelt sind. Und ich habe jetzt noch einen Verdacht, wo ich hin könnte, wo irgendwas zu finden sein könnte. Aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht bekommt man das Artefakt auch, wenn man sich komplett aufgelevelt hat. Kann auch sein. Hier war aber nichts drin, oder? Tut mir leid, ich muss jetzt alles nochmal abgehen, denn ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe das Spiel auch nicht weiter als hier gespielt, großartig. Ich mache das hier einfach als so eine Art Bonus-Part, wo ich einfach so lange aufnehme, bis ich das fertig habe. Da schreibt mich jemand an. Ich nehme gerade auf. Ton nervt. Ah, nein. Da. So, jetzt habe ich den Ton gemutet. Tut mir leid. Weiter. Hier rein. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ha! Du bist überfallen worden. Wenn du schnell genug bist, kannst du den Kampf vermeiden, indem du das Schildsymbol drückst. Jop. Kann man auch ganz schnell machen, aber ich mach's nicht, denn wir wollen ja unsere Einheiten aufleveln. Und ich glaube, das Einhorn, das können wir sogar bald von der Liste streichen, weil es bald Level 5 ist. Und Level 5 ist ja das Maximum-Level. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob man die dafür benutzen muss. Naja. Wird sich zeigen. Ich glaube, man muss die Einheiten noch nicht mal benutzen, oder? Aber ich glaube, wenn man sie benutzt, dann kriegen sie mehr Erfahrung. Ich kann übrigens gerade aufnehmen, weil ich heute nicht zur Arbeit gehen kann. Und sogar bis Montag krankgeschrieben bin. Das ist
einschließlich Montag. Und da dachte ich so, das nutze ich doch mal aus. Ich meine, glauben, dass ich krank bin, tut ja eh kein Schwein, also kann ich auch aufnehmen. Jetzt habe ich OBS natürlich minimiert wegen dem Vorfall eben. Dieses kleine Arschloch. Ich will nicht, dass du das kannst. Okay. Okay. Ich beschwere mich nicht. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt die Mauer machen sollte, weil dann komme ich nicht mehr an die Einheiten ran. Ja, jetzt hat mich. Ja, okay, das war dumm, aber egal. Ich mache ja gerne dumme Sachen. Ihr kennt mich ja. Obwohl, so dumm könnte das mitunter gar nicht gewesen sein. Denn ich könnte mir jetzt so in der nächsten Runde einen Gratiszug verschaffen. Denn wenn ich gleich dran bin, geht der ja weg, dann rückt der nach und macht automatisch eine Aktion, ohne dass ich was gemacht habe. Bumm. Jupp, 4 Züge. Easy. Und natürlich benutze ich das Inhorn. Denn das müssen wir ja aufleveln. Wobei ich, wie gesagt, auch nicht weiß, ob ich das genau dadurch auflevel. Danke, den wollte ich benutzen. Ich hoffe, man hört nicht die Straße unten. Ich bin schon die ganze Zeit so ruhig. Oh, bloß nicht die Sprachaktivierung benutzen. Vielleicht hört man es dann nicht. Au. Oh, und tschüss. Sieg. Da fällt mir ein, dass wir dann auch noch die Fetten leveln müssen. Oh, das wird schlimm. Mist, und wir haben von jedem davon einen verloren. Aber es sollte zum Aufleveln, glaube ich, reichen. Du hast erhalten. So, ich werde gleich hier nur rumlaufen und leveln. Ne, ich muss ja noch das Artefakt finden. Das Artefakt. Da kann man nichts machen. Ja, dann ins Gebiet kann ich nicht mehr zurück. Das wäre irgendwie ganz schön assig, wenn man da so ein Artefakt finden könnte. Vielleicht ist das ja auch ein Bonus-Artefakt, was man freischaltet, wenn man das Spiel durch hat. Ich weiß es nicht. Noch weniger weiß ich, wo ich suchen soll.
meine, ich bin ja allein in dem Part jetzt schon überall lang gelaufen, oder? Kann der uns noch was sagen? Das ist eine neue Aufgabe, wenn ein Checkbrief aus der Liste, keine Checkbrief, okay. Dann würde ich sagen, das Artefakt lassen wir erstmal und leveln. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das in einem Part mache. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr was gegen diese Level-Parts habt. Wenn nicht, würde ich das nämlich am Ende jeder Story machen. Und wenn nicht, dann mache ich das halt privat für mich irgendwann. Denn man muss alleine für ein Achievement schon alles voll leveln. Aber kann auch sein, dass wenn man aufgelevelt ist, das Artefakt freischaltet. Denn wenn man eine Story durchgespielt hat, kann man im Mehrspielermodus das Artefakt auch benutzen. Ich töte jetzt einfach mal einen Druiden. Deswegen. Obwohl ich weiß gar nicht, zählt das auch für den Story-Modus, dass man weniger Erfahrung bekommt, wenn eine große Einheit stirbt? Denn ansonsten wäre das gerade nicht so schlau gewesen. Aber das Einhorn kriegen wir bestimmt schon fertig. Dann können wir es nämlich austauschen und können dann andere Einheiten benutzen. Der dahin, der dahin, der weg. Und dann neue Viecher holen. Und dann mal schauen, ob sich in der nächsten Runde eine Strategie ergibt. Ich gucke da vor allem jetzt gerade auf die Einheiten rechts. Sondern noch besser. Ich habe schon in der ersten Runde gewonnen. Das war ein schneller Sieg. Das Viech, das levelt so langsam. Du hast erhalten. Das ist bestimmt sehr spannend gerade. Aber sieht man zumindest was vom Gameplay. Und hier ist genau dieselbe Scheiße wie im letzten Kampf. Bestimmt alles übernommen oder so. So, den Druiden fertig machen. In der nächsten Runde den anderen Druiden fertig machen. Dann bekommen zumindest die Druiden einen kleinen XP-Boost. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal an, das ist so. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Ich bin noch mal gespannt, wie lange wir hier jetzt sitzen werden. So. YouTube mag auch die Musik von dem Spiel hier meistens nicht. Ich glaube, das war das Boss-Team, was die nicht mochten. Wegen denen darf ich die Videos nicht monetarisieren. Ich monetarisiere meine Videos zwar eh, aber ich bekomme dafür nichts. Sagen wir es so. Ich versuche gerade eine Combo in die Ecke zu klatschen, einfach so aus Langeweile.
Wenn ich gleich den einen wegnehme, sollten sich. Ach nee. Nee, die Mauer bildet sich ja, bevor die sich verschieben. Ja gut. Dann kann ich aber so machen. Dann so machen. Und was auch immer gerade passiert ist, ich mach so. Ach so, die haben wahrscheinlich angegriffen. Ja gut. Ja, neue Einheiten bitte. Aber ich glaube, die kriegen auch Erfahrung, wenn man sie nur im Team hat. Ja, hau mir bloß ein paar Feuerbälle rein, macht mir nichts. Jetzt wird noch ein Treffer landen, damit ich meine Ulti frei habe und nicht sofort one-hitten kann. Da fällt mir ein, ich kann meinen Char selbst ja auch noch ein Level aufleveln. Was passiert da sowieso früher oder später? Dies ist unausweichlich. Okay. Ich hatte gerade fast vergessen, dass ich aufnehme und dachte, ich rede gerade mit irgendjemandem. Ja gut. Ich weiß gar nicht, ob das Level von den Großen auch 5 ist, aber das werden wir ja alles sehen. Wenn sie sich nach Level 5 wieder leeren, dann können sie über Level 5 gehen. Professionell wie ich bin beim Trinken und der Aufnahme verschluckt. So. What can I done? So, dahin. Dahin. Nein. No. Auf jeden Fall kommt der dahin, der kommt weg, der kommt dahin, der dahin. Da habe ich gleich von jedem Druiden einen gestartet. Und ich glaube, damit habe ich sogar schon fast gewonnen.
Dahin, dahin. Jetzt hier mache ich eine Mauer. Und dann hole ich neue. Ich hoffe mal, dass das gut läuft. Ich glaube aber, der eine Druide, der kommt nicht durch den Succubus durch. Nee. Der prallt dran ab. Huch, was hat der denn gemacht? Ich glaube fast schon, dass die Druiden eine Fähigkeit haben, von der ich noch nichts weiß. Wer fängt da jetzt an zu bohren? Na, egal. Hört man ja wahrscheinlich in der Aufnahme nicht. Oh oh. Mann, meine Mauern sind gut. Aber es wird mir hier gleich nichts mehr bringen. Theoretisch müsste ich jetzt mit schnell irgendwas Damage reinhauen, weil er halt noch 4 Leben hat und schon tot wäre. Aber dies ist mir nicht möglich. Und dann greifen die anderen auch noch vor dem an. Danke. Aber ich habe keinen direkten Schaden bekommen. Ja, in der nächsten Runde rennt mein Einhorn los. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir, Leute, das schaffen wir. Der verschiebt jetzt so ein bisschen fröhlich. Und in der nächsten Runde wird er dann verschwunden sein. Und tschüss. Und diesen Asian aufgelevelt. Level 5. Und so wie ich das jetzt sehe, ist das Ding voll aufgelevelt. Ja. Das heißt, dass ich jetzt die beiden hier mal anfangen müsste zu leveln. Ich fange mal mit dem Baumriesen an. Nachher muss ich dann nur noch diese beiden hier leveln. Die muss ich aber beide noch komplett leveln. Und wir sind schon fast bei einer halben Stunde. Ich weiß nicht, ob sie statt einer anschaut.
Aber so regel ich halt dieses Let's Play und wem es nicht passt. Da ist die Tür. Das seht ihr zwar gerade nicht, aber da hinten ist die Tür. Da so diagonal links von mir. Mein Gott, er erzählt ungefähr den Aufbau seines Zimmers. Kommen etwa bald Vlogs? What's up? Verschwörungstheoretiker diskutieren schon. Oh, wenn ich jetzt in der nächsten Runde den einen Druiden da jetzt drauf machen kann. Das stelle ich mir jetzt lustig vor. Lass mich Glück haben. Natürlich habe ich kein Glück. Ich bräuchte jetzt noch zwei Züge. Mann, ich müsste jetzt einen Bogenschützen hier drauf kriegen. Schade. Dann heißt es so machen und Nachschub holen. Und da habe ich das Bäumchen, das ich gut verwenden könnte. Am besten mache ich den Druiden hier fertig. Ach, der will meinen Baum kaputt machen. Na dann. Aber der ist in der nächsten Runde schon down. Da kommst du doch eh nicht durch. Wiedersehen, mein Freund, der gar nicht mein Freund ist, aber trotzdem, geh weg. So, und jetzt Druiden ganz aufgelevelt. Bitte. Die Druiden noch ein ganzes Lab. Oh mein Gott. Aber es ist ja nur ein Bonus-Part. Wir farmen dadurch auch ganz schön Geld. Bringt uns zwar nichts, aber hey, wir farmen Geld. Dann wollen wir mal. Doppelkombo. Oh, war sogar ein Dreifachkombo. Dann schmeiße ich hier mal einen hin, damit ich da einen hinschmeißen kann. Und schmeiß den dann dahin. Schmeiß da noch einen hin.
frage mich gerade, wenn man nur eine Einheit benutzt, ob die sich dann schneller levelt. Aber solange wir noch mehrere haben, können wir ja auch mehrere verwenden. Ich glaube, wenn wir nur noch eine haben, die wir leveln müssen, dann nehme ich die anderen raus. Eins und zwei. Und zack. Oh, da freut sich die nächste Runde. Ich kann sogar wieder eine richtige Combo machen. Ich kann jetzt links die Bären verteilen. Obwohl, nee, der Druide greift auch an. Schade, wäre der Druide noch eine Runde länger geblieben, könnte ich das machen. Dann so. Dann so und dann so. Dann so. Ich glaube, ich sollte meinen Baum da mal wegschaffen. Oder ich habe gewonnen. Das geht natürlich auch. Ich habe auch bald mein Maximum Level mit Anben erreicht. Jetzt komm schon. Ach. Diese schwache XP-Ausbeute. Und mein Internet verabschiedet sich gerade. Das könnte ich eh mal ausstecken für die Aufnahme. Ich meine, ich brauche für My Magic ja kein Internet. Und meine Schwester, die beschwert sich dann ja immer. Dann fängt sie an zu heulen. Weil ich nämlich nichts... Weil sie dann nämlich nichts mehr im Internet machen kann. Ah, geht doch. Mit den Druiden. Das Ding da ein bisschen abschwächen. Gegner am Zug. Mann, diese Gegner. Der wird wieder abgezogen.
So, ich würde da mal sagen, Rest in Peace, Dämon. Rest and peace. HP plus 18. Damit habe ich die 100 HP, die jeder kennt, aus dem Mehrspielermodus. Und ich habe schon wieder Money bekommen. Money, Money, Money. Ja gut, kann man mit leben. Ich bin eh nicht so der größte Fan von Druiden. Besiege den Feind. Ich könnte ja theoretisch das Artefakt tauschen in irgendwas, was mir mehr bringt. Denn ich glaube, Wiederbeleben werde ich bei so schwachen Gegnern nicht brauchen. Irgendwie habe ich hier gerade so ein paar Slowdowns im Spiel, kann das sein? Kommt mir gerade ein bisschen so vor. Ach, der will sich die ganze Zeit neu verbinden. Ja, hier, schließen. Ich glaube zwar nicht, dass das daran lag, aber ich habe es jetzt einfach mal geschlossen. Oh, was ist denn mit dem passiert, dass er noch ein Leben hat? Na, Leben, Angriff. Angriff, Verteidigung, keine Ahnung. Und den Druiden mache ich noch ready. Schade, wäre noch eine Nymphe frei, dann hätte ich das jetzt gemacht. Hätte ich die jetzt fusionieren können. Naja. Eins. Zwei. Fuck. Eins, zwei, fuck, genau. Dann mache ich eben so. Das ist wieder das, wenn man nicht nachdenkt. Oh.
weg. Dann kommt der dahin. Der kommt dahin. Ah, und hier noch für den Droiden. Bringt ja auch nichts mehr. Guten Feierabend. Wow, er hat ein Leben behalten. Das hättet ihr ihm doch auch noch nehmen können. Wir gönnen doch den Feinden nichts. Wo sind wir denn hier? Dann kommen wir jetzt aber weg mit denen. Eine Dreiviertelstunde lang durchlabern, das ist. Und wir sind noch nicht mal ansatzweise fertig. Das ist ja das Problem dabei. Aber freut euch schon mal auf die Stelle, wenn ich nur noch die Großen habe, denn dann fruste ich mich selbst mit so schwachen Gegnern ab. Denn dann blockieren die alles und dann kommt wieder nichts und. Ist halt ein bisschen blöd. Ich glaube, auch im normalen Durchlauf von dem Kampagnenmodus hier haben wir diese Random-Kämpfe noch nie gesehen, oder? Man muss teilweise echt die ganze Zeit hin und her laufen, nur um diese Kämpfe zu machen. Und da die normalerweise halt keiner machen möchte, macht das halt keiner, weil die Random-Kämpfe sind halt zu selten. Läuft halt random ab, glaube ich, aber es passiert halt nie. Egal, wie weit man rumläuft. Als ich das im Test gespielt habe, ist das vielleicht ein, zweimal passiert. Das war es dann aber auch. So. Da ein hin und da ein hin. Dann machen wir da ein hin. Und dann machen wir da ein hin. Ich habe auch schon wieder mit meinem Kumpel letztens das Spiel gespielt. Und er meinte, weil er damit eine Chance gegen mich hat, hat er sich ein paar Sachen freigeschaltet. Der hat gefühlt das ganze Spiel durch. Und ja. Und ich dachte gerade, ich hätte vielleicht versehentlich auf Stream und nicht auf Aufnehmen gedrückt, weil da gerade irgendwas stand von Übertragung, aber okay. Warum versuche ich es eigentlich noch? Ich habe ja theoretisch eh schon gewonnen. Aber auch nur in der Theorie. Wieso können die eigentlich Einheiten angreifen, die hinter meiner Mauer stehen, obwohl sie die Mauer nicht mal kaputt gemacht haben? Drei.
3. So. Wie haben die jetzt 9 Schaden gemacht? Ich frag besser gar nicht. Hauptsache, ich habe gewonnen. Yay, gewonnen. Woo. Und die Druiden, die nähern sich auch langsam ihrem Level ab. Will mich denn keiner angreifen? Geht doch. Besiege den Feind. So. Den Baum könnte ich ja mal starten, falls ich das noch irgendwie hinkriege. Denn der Baum, der hilft auch für einen schnellen Sieg. Ich meine, immerhin klettert der sich an den Gegner. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich mir Schaden gemacht habe, aber okay. Ich bin zu abgelenkt gerade, kann das sein? Bäumchen Level Up. Und jetzt wieder latschen. Oh, aber nicht so lange. Ja, keine Ahnung, was könnte ich euch denn noch erzählen? Also damals, in meiner Jugend, da gab es das alles noch gar nicht. Da gab es dieses Internet noch gar nicht. Damals war alles besser. Ich
bin zwar noch gar nicht so alt, aber das interessiert doch eh keine Sau. Tut mir leid, wenn ich zu lange keine Ahnung habe, was ich reden soll, werde ich albern. Dann setzen wir den dahin und den setzen wir da drauf und den setzen wir daneben. Und ich hoffe, dass ich das noch in zwei Zügen schaffe, weil sonst ist mein Baum tot. Könnte knapp werden. Der muss weg. Oh mein Gott, das wird sogar sehr knapp. Und so. Mir fällt gerade auf, wenn der Baum angreift, der Baum kann jetzt schon one-hitten. Ich meine, der hat 33 Schaden und er hat maximal nur 28. Ja, ich glaube, das mit den großen Einheiten wird dann doch nicht so schwer. Aber wie gesagt, halt nervig, weil sie einen Großteil vom gesamten Feld blockieren. Und das ist halt der Nachteil an dieser großen Stärke. Bereite jetzt mein Todeskombo vor. Die gar nicht so tot wird, wie ich dachte. Aber es ist immerhin eine Combo. Und Combos sind immer gut. Aber sie macht die jetzt einfach so, so. Und irgendeine Sache wurde nicht gemacht davon, aber es ist mir jetzt egal. Den da reinstellen. Und den kann ich da reinstellen. So. So, so. Miep. Aber mein Baum sollte da durchkommen. Eigentlich. Aber auch nur eigentlich. Wer weiß, was noch alles passieren wird. Niemand kann wissen, was noch kommt. Ich weiß nur, dass der Baum ganz schön aufräumen wird. Oh, der Gegner hat fusioniert. Ich glaube, das bringt ihm nicht mehr so viel. Und tschüss.
Wie sehen die Level eigentlich aus? Droide, fast voll, Baum, Mad und Drache noch gar nicht. Ich wollte noch ein Artefakt schauen. HP, ne, shit drauf. Hirsche benutze ich nicht mehr. Wall einhalten, drauf geschissen. Steigert den Angriffsbonus für gebundene Angriffe. Klingt cool. Was habe ich sonst noch? Stab der Ältesten. Erhöht die Druidenfähigkeit für jeden Druiden. Ja, Druiden benutze ich auch nicht mehr. Tree und Wurzeln ziehen dem gegnerischen Helden doppelt so viel HP ab. Bonus auf aktuelle Kraft. Nee. Ich glaube tatsächlich, ich nehme die Drachenschuppen. Bringt mir zwar jetzt noch nichts, aber nachher. Und Vorsorgung ist ja immer gut. Okay. Ich höre auf. Aber wie gesagt, ich werde albern, ich sitze jetzt schon fast eine Stunde. Schade, hätte ich den letzten Zug nicht verschwendet. Hätte ich den jetzt dahin gemacht und dann hätte ich eine Combo gehabt. Ohne was machen zu müssen. Bei mir erfahrt ihr die Tactics zuerst. Aber da muss ich halt so machen. Ich kann das machen. Ich kann den wegmachen. So.
Wisst ihr was? Ich sitze jetzt schon eine Stunde und habe keine Lust mehr. Nach dem Kampf mache ich erstmal einen Cut. Und da ist der Kampf auch schon zu Ende. Und wir haben es noch nicht mal geschafft, die Droiden voll aufzuleveln. Sollte ich... Nee, komm, mach ich im nächsten Part. Also das war's dann mit Clash of Heroes. Und ich nehme jetzt einfach einen Story-Part auf, weil das hier wird auf Dauer zu nervig. Aber es wird noch einer kommen. Damit drohe ich euch jetzt schon an. Also bis zum nächsten Part und auf Wiedersehen.